Einfacher und schneller Weg, Steuerkette zu wechseln. Hallo im Deutschland-Kameraden, heute mal andere Video auf unserem YouTube-Kanal, als ihr sonst so gewöhnt seid. Heute Thema BMW mit N43 Motor, neue Kurva Steuerkette machen. Und das Ganze auf schneller, einfacher Weg, auf Boden im Oslo Engineering Style. Kurva, so wie wir es mögen. Wie ihr wisst, ist E91 Familienautomobil von Polak. Ihr wisst, es gibt BMW Oslog Fighter 1, Oslog Fighter 2. Blatt, kurwa, nachui. Nur kurwa, diese BMW hat keinen Namen. Schreib, wenn du Idee für Namen hast, unten rein, gell? Kurwa, was ist hier so? Was machst du da? Diese BMW Motor, kurwa, ist bekannt für Steuerkettenrasseln. Dass die Kurva sich immer lenkt und du Kurva oft wechseln musst. Und das ist eine komplette Hunja, wenn du eine komplette Steuerkette hast. Weil du musst Kurva Automobil komplett hochheben auf Hebebühne, musst du Motorträger absetzen, dass du komplette Achse runterkriegst, dass du Ölwanne runterkriegst. Kurzfassung, komplette bis jetzt. Aber wir gehen heute einfach einen schnelleren Weg. Und zwar mit offener Steuerkette, die du am Ende einfach nur vernieten musst. Und jetzt denkt ihr euch, Kurva, was für Ölwanne ab, was für Kurva Achse runter. Weil diese BMW hat Ausgleichswellen. Jetzt denkt ihr euch, was für Ausgleichswellen. Das hat Palak sich auch gedacht. Dieser Motor hat unten Ausgleichswellen, damit, Kurva, die Schwingungen weggenommen werden. Und dafür musst du Arretierung machen und es ist komplette Piste jetzt. Wir machen diese ganze Hunja jetzt auf, hängen neue Steuerkette an alte Steuerkette und ziehen die einfach komplett durch. BMW-Mechaniker hat gesagt, Arbeit von einer halben Stunde. Ohne Russack natürlich. Und da es auf YouTube zu Thema offene Steuerkette, Kurva, nichts zu finden gab, hat Palak entschieden, Kurva, eigene Video zu machen, um euch da draußen und den anderen Kameraden zu zeigen, wie schneller es gehen kann. Weil das Ganze gibt es bestimmt nicht nur für BMW N43 Motoren, sondern auch, Kurva, für alle verschiedenen, wo du, Kurva, offene Steuerkette bekommst. Das hat sich, Kurva, richtige Germaner, Kurva, ingeniert. Den original BMW Steuerkettensatz für offene Steuerkette sieht so aus. Du hast Laufschienen, zwei Teile, offene Steuerkette zum Verpressen, diese Gegenstück, neue Kettenspanner und dann noch andere Sachen, Dichtungen, Kurva, die du alle brauchst. Aber wie viele wissen, Kurva, ist die Laufschiene selbe gleiche wie die von Febi. Und zwar nur ohne Kurva BMW-Symbol. Das heißt, diese Hunja wird einfach rausgeschliffen als Febi. Für Kurva halbe Preis verkauft. Also wisst ihr Bescheid, BMW ist nicht immer nur BMW. Jupp, твою мать! Ob ihr, Kurva, diese ganze Arbeit machen müsst oder nicht, ob eure Steuerkette gut ist oder ihr einfach nur einen neuen Kettenspanner braucht, das, Kurva, zeigt euch Palak später, wie ihr das erkennt und was, Kurva, alte Version und neue Version von Kettenspanner ist, wenn wir den alten Kettenspanner in der Hand haben. Das ist komplettes Set für BMW N43 Motor zu arretieren. Dieses Gerät ist zum Beispiel für die Ausgleichswellen an Ölwanne. Brauchen wir alles nicht, wir brauchen, glaube ich, nur das, dieses Gerät und dieses Gerät und dieses Gerät. Rest brauchen wir nicht. Doch, vielleicht diese, glaube ich, auch noch. Aber sehen wir gleich. Ein, zwei Sachen sind noch wichtig zu beachten, aber dazu, Kurva, später mehr. Wir bauen diese Hunja erstmal auseinander. BMW-Mechaniker. Hallo ins Deutschland. Unter Ostblock BMW-Mechaniker Meisterbedingungen. Natürlich ohne Russack, weil ihr wisst, mit Russack-Schrauben ist spezielles Thema. Los geht's. Schrauben, Kurva, bei 30 Grad. In der Sonne, Kurva, beste, wo gibt. Kameraden, Ventildeckel ab, dies, das, alles offen und wir sehen jetzt hier den Patienten Steuerkette und wie ihr seht, Kurva, wurde langsam Zeit, dass Palak das macht. Nicht bald wäre das passiert. Und Kameraden, hier wird alles, Kurva, nach Vorgabe gemacht, dass ihr wisst. Wir haben von da unten jetzt den Kettenspanner rausgeholt. Der sieht so aus. Hat diese Nummer und das ist, Kurva, die alte Nummer. Das ist, Kurva, die neue Nummer für neue Version. Was der Unterschied ist, sehen wir jetzt. Alte Version drückt nur 8,2 Kilo. Neue Version drückt 12,2 Kilo. Das heißt, alleine dieser neue Spanner, BMW hat sich wohl dann festgestellt, dass neue, bessere Spannung besser ist. Allein den da schon reinzubauen, würde dem Automobil helfen. Es gibt aber auch Gerät, womit du Steuerkettenspannung testen kannst. Das Teil sieht ungefähr gleich aus wie das. Ich blende euch jetzt ein. Das Teil schraubt ihr an die Stelle vom Kettenspanner, dreht den Motor durch und dann könnt ihr sehen, hinten der Boppel, wenn der verschwindet, ist nicht gut. Solange er noch da ist,
Steuerkette einigermaßen okay. Das Teil kostet ca. 30 Euro, dann kannst du zumindest wissen, musst du diese ganze Hunja machen oder kannst du die erstmal sparen und hast noch ein bisschen Zeit. Wer testen will, kann sich den Tester holen. Ansonsten neue Version von Kettenspanner und diese ganze Kurve Arbeit machen. Aber mit offener Kette halb so wild. China-Kurve. Passgenauigkeit, minus 1. Kurva, so ist immer, wenn du Teile aus China-Kurva kaufst. Die Scheiße passt nicht. Man muss Kurva da oben damit rein, um da zu arretieren. Kurva, du siehst nichts. Und dann passt die Scheiße auch noch nicht mal. Immer noch zu dick, Kurva. Und wenn du hier Kurva so auf Boden schraubst, ist das eine komplette Huinja, wenn du so eine Scheiße hast. Und du noch blind Kurva da reinstecken musst. Chinesen, macht doch endlich. Kauft euch Kurva Zollstock und Messschieber. Ist das Kurva so schwer? Und das sieht auch nicht gut aus, Kurva. Palak denkt Simmering, was denkt ihr? Ablassschraube oder Kurva Simmering? Von Motorseite. Nach Kurva 300 mal abschleifen ist der da endlich drin. Kurva, für sowas, Kameraden, kauft kein China. Das macht nur Probleme. Aber Hauptsache, die Chinesen-Kurva haben das eloxiert. Damit das Kurva nicht rostet und doppelt so dick ist, dass es da nicht reinpasst. Gut gemacht. Gut. Und so sieht aus, Kurva, wenn du kein Nietwerkzeug hast. Universal-Entnieter. Schlussendlich zerlegt. Hinten arretiert, unten arretiert. Nockenwellenräder draußen. Und wie man sieht, Steuerkette auch schon ausgezogen. Da unten sieht man Ritzel von Kurbelwellenrad. Um jetzt neue Kette durchzuschieben, Kurbelwelle, Schraube ein bisschen anlösen, dann kann man mit dem Zahnrad einfach durchdrehen. Und wichtig ist, dass die kompletten Laufschienen und Co. nicht abgebrochen sind und somit nichts in der Ölwanne liegt, weil falls hier was abgebrochen wäre, dann Kurva muss Ölwanne doch runter. Aber wir haben Glück, hier ist nichts kaputt. Alte Kette zu neue Kette. Palak denkt, das Hauptproblem war der Kettenspanner, der einfach nur 8 Kilo macht. Was seit neuestem für N43 nicht gut ist. Und ja, jetzt werden manche sagen, das Ritzel da unten nicht zu tauschen ist suboptimal, weil da können auch schon die Zähne spitz sein. Aber solange deine Steuerkette nicht rasselt wie Klapperschlange, würde Palak sagen, ist okay. Zentralschraube gelöst und man kann das Ritzel von der Kurbelwelle jetzt einfach drehen. Jetzt muss nur Steuerkette rein. Kurva, besser wäre gewesen, die neue an die alte zu hängen, oder? Das ist nicht so beschrieben. Das bleibt alles so, wie es hier ist. Ob es dir nun passt oder nicht. Das ist offene Kettenbeschreibung und da steht so drin. Ja. Aber wie kriegst du das jetzt da schön rein? Das ist jetzt, Kurva, die Kunst. Ich hätte, Kurva, die eine an die andere gehangen. Nimm mal den Magnet. So, Kurva, soll ich die hier angeln oder was? Du musst so über die Physik so ein bisschen außen rum. Hä? So schlimm ist es noch nicht. Nicht bewegen, Harry. Dranhängen, Kurva, nächste Mal. Das ist echt ein Gefühl. Oh, oh, oh. Kurva, da ist sie. Häng die neue an die alte. Das ist einfacher. Okay, Kameraden, Palak gibt zu, das ist schon ein bisschen Gefriemel. Aber dafür brauchst du keine Hebebühne und keine Achse ablassen. Kostet nur ein bisschen Zeit und Feingefühl. Schmeiß die Scheiße da jetzt rein. Ostlock Engineering. Wenn du, Kurva, kein Nietwerkzeug hast. Okay, am Ende haben wir doch Nietwerkzeug von Reißzeit geholt. Hat jetzt nicht viel mehr gebracht wie Zange, Kurva. Aber Steuerkette ist zusammen, vernietet, vorne arretiert, alles wird zusammengebaut. Wo hast du, Kurva, das geile T-Shirt gekauft? Auf jeden Fall nicht in eurem Shop. Palak zeigt euch Automobile, Kurva, die hier stehen. Was sagt ihr zu 6er BMW? Und so sieht Kurva da drinnen aus. BMW E36, guter Zustand. Bei E36 Armee auf Facebook mindestens 4000 Euro. Festpreis. Nicht nur, dass man diesen Kurva-Arretierbolzen schleifen musste. Der hat uns Kurva 2 Stunden gekostet, weil diese Hunja sich verbogen hat und nicht mehr ausziehen wollte. Also ich weiß nicht, ob es an China liegt oder ob sich Originale auch verbogen hätte von BMW. Aber diese Hunja von China wird Palak niemandem mehr empfehlen. Komplette Piss jetzt. Das Einzige, was hilft. Und wer hat gerettet? Dieser Kurva-Kamerad hat gerettet. Hat diese Drecks-Hunja da rausgeholt.
Okay, Kameraden, es gab dann doch noch kleine Pizdiez mit Spritleitung. Daher heute neue andere Tag. Und BMW ist wieder zusammengebaut. Steuerkette bis jetzt gehalten. Palak sagt ja, Ostblock Engineering beste. Manche sagen, dass Ausgleichswellen sich bei der offenen Variante trotzdem verstellen. Kann Palak nicht bestätigen, bei Palak alles laufruhig. Was Palak leider nicht genau gefilmt hat, war die Längung der Kette, weil im Grunde war alt und neu fast gleich lang. Daher denkt Palak, neuer Kettenspanner hätte Kurva durchaus ausgereicht mit neuer Version, um Rasselung zu beheben. Ihr wisst. Probleme. Abend. Darf ich nicht stehen? Nein, leider. Wir müssen rausfahren. Ist Polizei da? Ja. Privatgrundstück, Privatgrundstück, Kurva, überall! Kannst du Kurva normal drauf fahren, aber Kurva Privatgrundstück. Ohne Absperrung oder sonst irgendeine Unja. Was denkt ihr? Hattet ihr mal rasselnde Kette und habt nur Kettenspanner getauscht? Und wie war bei euch? War dann komplett alles weg? Oder wie hat sich Kurva das Problem dann gelöst? Und fährt dein Aftermobil noch bis heute damit? Das interessiert Palak wirklich. Vielleicht hätte das schon gereicht und man hätte diese ganze Kurva Hunja nicht machen müssen. Weil Kette war gleich lang. Es gab auch Video auf YouTube, auf dem der alte Kettenspanner 10 Kilo hat und der neue Kettenspanner 16 Kilo. Was ist das? BMW-Toleranz oder was? Aus Erfahrung alles möglich. Falls ihr auch bei euch gemessen habt, schreibt mal rein, wie viel Kilos bei euch der Spanner hatte. Am Ende Kurva ist alles dabei. Aber wichtig ist erkennen von alte zu neue. Auf YouTube gibt es Videos, die sagen dir, der Kopf, wenn der dünn ist, ist der Kettenspanner neue Version. Und wenn er dick ist, dann soll angeblich alte Version sein. Was kann Palak euch sagen? Er hat alte Version mit dünnem Kopf. Und jetzt? Deswegen, Kameraden, immer die Nummer vergleichen. Pochui auf den Kopf. Was ihr alles machen müsst, um nur Kettenspanner zu tauschen, Palak macht euch einen Link in Beschreibung von Video, wo gut erklärt ist. Auch ein Video, wo beschrieben ist im Detail, was ihr alles für Steuerkettenwechselung machen müsst. Weil ihr wisst, bei Palak und Dursak immer Hardcuts. Was Palak wundert, dass diese ganzen Zahnräder für die Steuerzeiten nur durch Flächenpressung arretiert werden. Palak kennt das eher so bei alten Automobilen mit Arretierbolzen, Stift oder sonst was, damit sich das Kurva ja nicht verdrehen kann. Aber heutzutage gibt's das noch nicht mal. Das verbreitet in Palak so ein unmulmiges Gefühl, ihr wisst. Hat bestimmt ein Neuzeitgermane ingeniert und wird bestimmt funktionieren. Zusammengefasst heißt es, es gibt 4 Stufen, um Steuerkettenrasselnproblem zu beheben. Erstens Steuerkette mit Tester testen. Zweitens alte Steuerkettenspanner durch neue Version ersetzen. Drittens Steuerkette mit offenem System tauschen und viertens geschlossene Steuerkettensatz benutzen. Das heißt komplette Pizdiez mit Achse ab, Ölwanne ab, dies, das. Das wie gesagt würde Palak nur machen, wenn Steuerkette übertrieben laut rasselt und sich Laufschiene schon in Ölwanne verabschiedet hat. Desto höher die Stufe, desto aufwendiger. Palak hofft, dieses Video hilft der ein oder andere. Wie immer, falls was falsch gesagt wurde oder Palak was vergessen hat, mach Meldung. In diesem Sinne, bis bald.